An dieser Schule kriegt man mehr Möglichkeiten, seine Stärken auszuleben. Also ich glaube, es ist die Art und Weise zu unterrichten. Also ich kriege das auch so mit im Vergleich zu den Schulen von meinen Freunden oder so, dass die Lehrer irgendwie mehr ein offenes Ohr haben, also sich mehr um die Schüler bemühen. So. Wir haben in der Klasse einen Coach, der berät uns bei unseren Berufswünschen. Was man werden will, dann auch, wie man das werden kann. Wenn man das mal ausprobiert in einem Praktikum, erhält man auch die Chance, eben herauszufinden, ob das was für einen ist. Und wenn nicht, dann weiß man eben, dass es nichts für einen ist und probiert das nächste aus. Und für mich wäre Vielfalt eigentlich, dass die Schule viele Angebote hat. Vor allem halt die Profile, die man machen kann, weil es da wirklich viele Möglichkeiten gibt, was du machen kannst. Medienprofil, das ist eine Mischung aus Kunst und PGW, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Das Profil heißt Mensch und Natur. Unser sozusagen Hauptfach, also auf erhöhtem Niveau, ist Biologie. Diese Schule ist auch sportbetonte Schule. Also das ist halt so, dass da wir die Sportleistungsklasse sind, haben wir halt mehr Sportunterricht als andere Klassen. Und es macht wirklich sehr viel Spaß, auch wenn man manchmal echt ins Schwitzen kommt. Aber es unterscheidet sich halt, dass man wirklich viel mehr trainiert und härter trainiert. Da der Stadtpark direkt neben uns ist, haben wir halt auch viel mit dem Stadtpark zu tun. Zum Beispiel im Sommer gehen wir da zum Sportunterricht hin oder in Biologie gehen wir da hin, um Sachen zu erforschen. Das ist einfach echt schön, dass der direkt vor der Tür ist, vor allem im Sommer. Wenn man einfach in der Pause so einmal über die Straße geht und man ist direkt im Wald. Und wir kümmern uns halt sehr auch um die Umwelt und auch eine Schule kann darauf achten. Unsere Schule ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren UNESCO-Schule, aber das Namibia-Projekt gibt es auch schon länger. Wir haben eine Partnerschule in Namibia, wo wir auch versuchen, so oft es geht, hinzufahren und irgendwelche Sachen zu machen. Wir haben in jedem Halbjahr verschiedene Themen. Letztes Jahr, Halbjahr hatten wir den Trinkwasserwald und dieses Halbjahr haben wir das Thema Plastik. Also es geht halt darum, dass man hier den Schülern auch das vermittelt, die Prinzipien von UNESCO. An der Schule hier gibt es auch sehr viele Hilfsmittel für mich. Ich kann ungefähr noch 10% sehen und das bedeutet, ich kann alles, ich sag mal, ganz grob sehen. Die kleinen Details fehlen halt. Ich habe halt den Rechner im Vergrößerungsprogramm inklusive Sprachausgabe. Dann habe ich halt noch, das ist ganz neu, so ein Bildschirm. Der überträgt mir dann halt alles, was auf dem Smartboard zu sehen ist, an meinem Platz. Gestern haben wir zum Beispiel einen Film geschaut und da hatte ich wie so eine Art eigenen kleinen Fernseher. Und ich finde es auch mal interessant zu sehen, wie ich sag mal, ein normaler Schulalltag für andere Kinder ist. Also ich finde es hier toll. Es gibt Pausen-AGs zum Beispiel für Fußball, es gibt gerade eine neue Basketball-AG. Es gibt eine Kunst-AG, es gibt eine Kletter-AG, Tischtennis-AG. Und Schülsanitäter, da bin ich auch ein Mitglied. Man hat so eine Sanitäterausbildung in der Projektwoche. Da wird man richtig ausgebildet, erste Hilfekurs. Das ist so für mich Vielfalt, aber halt auch so ein bisschen Unterrichtsvielfalt, dass man eben auch andere Sachen lernt. Also eigentlich so das, was diese Schule hier macht, es gilt für mich als Schulvielfalt.